Im März 1944 wurde die Grundschule in Neckar-Elz zum Konzentrationslager umgewandelt. Der Grund war die Verlagerung einer Rüstungsfabrik aus Berlin in den Gipsstollen in Obrichheim. Das bedeutete, dass die Männer jeden Tag von der Grundschule zur Arbeit gehen mussten, dann im Stollen 12 Stunden arbeiten, dann wieder zurück zum Appell auf dem Schulhof und erst dann ihre Schlafquartiere beziehen konnten. Das Konzentrationslager Neckar-Elz war ein Arbeitslager. Das bedeutet, dass die Häftlinge sich eigentlich nur zum Schlafen im Lager selbst aufgehalten haben. Ihr Weg zur Arbeit führte auf die andere Neckarseite, über die Neckarbrücke, die alte Eisenbahnbrücke, hoch zum Goldfischstollen. Dieser Weg führte über einen Treppenweg, der über 100 Stufen hat. Diese Treppe wurde zunächst von den Häftlingen selber errichtet und ist für die Überlebenden der Teil des Weges, der sich am stärksten ins Gedächtnis eingeprägt hat. Weil diese Treppe oft im Laufschritt zurückgelegt werden musste. Zum Teil mussten die Häftlinge auch schwere Lasten tragen und sie wurden angetrieben von bewaffneten Posten, die da an der Seite standen. Im Lauf des Jahres 1944-45 kamen insgesamt 5000 KZ-Häftlinge ins Neckartal und nochmal ebenso viele Zwangsarbeiter. Das bedeutet, dass die Firma Goldfisch insgesamt 10.000 Menschen beschäftigt hat. Damit war dieses Projekt das zweitgrößte Verlagerungsprojekt des Dritten Reiches und in der Region hier das größte Industrieunternehmen im Elzmündungsraum, was es je gegeben hat. Kam mit einem großen Transport aus Dachau ein junger Mann ins KZ Neckar-Elz mit dem Namen Jacques Barrault. Er war 19 Jahre alt und Student der Biologie. Und er ist für die Geschichte des Konzentrationslagers deshalb so wichtig geworden, weil er heimlich im Lager gezeichnet hat. In der letzten Märzwoche 1945, das war die Woche vor Ostern, hat sich die Front dann so weit angenähert, dass man die Artillerie schon hören konnte. In dieser Woche wurden dann die Neckarlager evakuiert. Die Häftlinge, die noch gehfähig waren, wurden auf einen Todesmarsch in Richtung Dachau geschickt. Diejenigen, die nicht mehr laufen konnten, und zwar auch nach SS-Kriterien nicht mehr laufen konnten, es waren etwa 900 Männer, wurden in einen Zug gepackt in Viehwaggons, der ebenfalls nach Dachau fahren sollte. Er geriet zwischen die Fronten und die Häftlinge mussten 3 Tage in diesem Zug aushalten, bis das Dorf Osterburgen von den Amerikanern erobert war und sie dann diesen Zug verlassen konnten. Ab Oktober 1944 wurden die Körper der Toten auf den verlassenen Friedhof nach Binau gebracht. Das war ein jüdischer Friedhof und in Binau gab es keine jüdische Gemeinde mehr im Jahr 1944. Die Juden waren schon längst deportiert. Auf dem Friedhof wurden dann 2 Massengräber ausgehoben und dort die Toten verscharrt. Allerdings haben die Sanitäter im sogenannten Revier, also in der Krankenstation, sich etwas ausgedacht, um die Namen der Toten in irgendeiner fernen Friedenszeit noch rekonstruieren zu können und die Toten somit identifizieren zu können. Sie haben auf kleine Zettel oder auch auf Metallstückchen die Namen der Toten eingeritzt oder aufgeschrieben. Und diese
Stückchen dann im Mund der Toten versteckt. Heute ist es so, dass in Binau keine Toten mehr liegen, aber dass ein großer Grabstein errichtet worden ist, auf dem ein Teil der Namen aus verschiedenen Nationalitäten aufgeschrieben ist.